So, heute gehe ich noch mal live, bevor ich ins Bett gehe. Heute Abend war im Online-Event unwiderstehlich weiblich, sinnlich, kraftvoll Frau sein. Das Thema Herzöffnung dran. Herzöffnung war sehr, sehr, sehr spannend. Vielen Dank an alle, die dabei waren. War wirklich sehr, sehr interessant. Und vor allem auch, ja, Herzöffnung. Was hält uns denn zurück, unser Herz zu öffnen? Was hält uns zurück, unser Herz wirklich aufzumachen? Und auch so dieses Thema, naja, was wäre denn, wenn alles mit mir okay ist, wenn ich richtig bin, wenn ich ganz bin? Wie würde es denn dann aussehen, mein Herz zu öffnen? Und wir haben ein paar coole Übungen gemacht, um das einfach auch mal zu spüren und zu fühlen, wie es denn ist, wenn man sich sicher fühlt, das Herz zu öffnen und das Herz aufzumachen. Und das ist natürlich auch im Zusammenhang mit Männern ein sehr heißes Thema, Herz öffnen gegenüber Männern, weil da werden natürlich die Wunden und die Verletzungen getriggert. Und es ist immer so, wie soll ich sagen, es kann nur getriggert werden, was sowieso in uns ist. Also wenn wir Angst haben vor Ablehnung oder zurückgewiesen werden. Und uns das, was ausmacht und eben was auslöst in uns, Schmerz, Traurigkeit und, dann ist es immer ein Zeichen dafür, dass da noch eine alte Wunde ist, weil ansonsten die Erwachsene in uns würde ja einfach sagen, ja, ist okay, ich meine, nicht jeder muss mich mögen und nicht jeder muss mich lieben und als Erwachsene können wir umgehen mit Ablehnung und Zurückweisung. Wir würden das nicht persönlich nehmen. Wenn wir es persönlich nehmen, wenn es uns schmerzt, dann ist es immer ein Zeichen vom inneren Kind. Und das innere Kind ist morgen dran, am Dienstag, beim Online-Event. Und da geht es immer sehr heiß her, sehr heiß zu, weil das innere Kind ist natürlich ein ganz großer Schlüssel in dem Thema ja, erfüllte Beziehungen zu haben, egal ob du Single bist oder in einer Beziehung, weil erfüllte Beziehung bedeutet für mich immer erstmal eine erfüllte Beziehung mit mir selber und von da aus gesehen kann ich dann weitergehen und erfüllte Beziehungen mit anderen haben, weil die Beziehung mit mir selber ist immer die Beziehung für jede andere Beziehung, weil so wie ich mich mit mir selber fühle, so wie es mir selber geht, dementsprechend verhalte ich mich ja auch anderen gegenüber und dementsprechend triggern mich natürlich auch so andere Sachen oder eben auch nicht. Dementsprechend kann ich sagen, ja, okay, weil ich genau weiß, das hat gerade überhaupt nichts mit mir zu tun. Oder ich kann hergehen und sagen, oh, das triggert mich jetzt total und das triggert eine Wunde. Und dann ist die Einladung immer hinzuschauen. Also ich sage mal, immer dann, wenn es schmerzt, ist die Einladung hinzuschauen. Und wir haben heute auch darüber gesprochen, so dieses Thema Herz öffnen, Beziehungen, komme ich quasi aus der Fülle heraus oder komme ich aus dem Mangel heraus? Und das ist natürlich auch sehr wichtig für erfolgreiche und erfüllende Beziehungen auch, weil sehr viele Beziehungen werden einfach in Abhängigkeit geführt. So nach dem Motto, du musst mir geben, was ich selber nicht habe und was ich auch selber nicht bereit bin, mir zu geben. Und dann haben wir noch ein ganz heißes Thema besprochen, ein ganz heißes Thema, nämlich, naja, wenn ich mir meine Bedürfnisse selber erfülle, wozu brauche ich dann noch einen Mann? Und brauchen ist genau das Schlüsselwort, weil dann brauche ich keinen Mann mehr, sondern dann habe ich Lust auf einen Mann. Und das kommt aus einer ganz anderen Energie. Und es geht nicht darum, keine Beziehung mehr zu haben, sondern es geht darum, kraftvollende, nährende und erfüllende Beziehungen haben, die aus der Kraft heraus, aus der Fülle herauskommen und nicht aus dem Mangel heraus. Jetzt muss ich mal gucken, hier ist ein Kommentar. Morgen Abend um 20 Uhr. Morgen Abend um 20 Uhr. An Fußball, muss ich sagen, habe ich überhaupt nicht gedacht, Claudia.
Das geht sowas von an mir vorbei. Fußball geht sowas von an mir vorbei. 20 Uhr. Und es gibt auch eine Aufzeichnung, wenn man es nachschauen muss, okay? Ja, so viel einfach ein paar Gedanken zu Gute Nacht. Lass mich doch wissen, ob du dabei warst heute, wie es dir gefallen hat, was du dir mitgenommen hast. Und falls du das erste Mal hörst, ja, lass mir doch einfach deine Gedanken zu diesem Thema da. Und ich freue mich schon auf morgen, wenn es dann ums innere Kind geht. Da gibt es sicherlich nochmal sehr viele Aha-Erlebnisse und Aha-Erkenntnisse. Und da steigen wir da etwas tiefer ein. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Nacht, tausend Küsse und vielleicht bis morgen. Und ich poste mal den Link zur Anmeldung noch in die Kommentare, falls jemand noch nicht angemeldet ist. Macht's ganz gut, träumt schön, bis dann. Ciao, ciao.